Herzlich willkommen beim Rohkost 1x1, ihr Rohkostverrückten. Heute geht es um das spannende, aber auch ein bisschen leidige Thema Food Combining. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen, die sich jetzt relativ neu mit der Rohkosternährung beschäftigen, ein bisschen überfordert sind in der Auswahl ihrer Zutaten für ihre Gerichte. Sie fragen sich dann, okay, kann man Äpfel mit Tomaten essen? Kann man Gurken mit Avocados essen? Kann man Wassermelonen mit Kohlrabi essen? Kann man XY mit XY essen? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir heute mal ein Video zum Thema Food Combining. Was sollte man zusammen essen? Was sollte man eher nicht zusammen essen? Allerdings versuche ich es wirklich sehr simpel zu halten, denn man will ja nicht, bevor man jetzt sich eine Mahlzeit zubereitet, erstmal alle möglichen Regeln nachschlagen, sondern Essen soll auch Spaß machen, soll schnell gehen. Deswegen machen wir heute ein paar kurze Regeln, an die es sinnvoll ist, sich zu halten, und dann läuft es rund. Und zwar, ich habe jetzt hier vor mir auf dem Tisch mal so die gebräuchlichsten Nahrungsmittelgruppen, die man so als Rohköstler oder als angehender Rohköstler verspeist. Und zwar 6 Stück insgesamt. Legen wir einfach mal los. Als erstes haben wir Obst. Obst, ganz normal. Apfel, Bananen, Birnen, Trauben, bla 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 und so weiter. Die einzige Ausnahme im Obst sind Melonen. Melonen, Wassermelonen, Honigmelonen, Cantaloupe-Melonen und so weiter stellen eine eigene Gruppe. Dann dritte Gruppe sind Gemüsefrüchte. Gemüsefrüchte sind zum Beispiel Gurken, Zucchini, Tomaten, Paprika, Auberginen. Wer es mag, kann jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber würde auch da reingehen. Genau. Gemüsefrüchte stellen nämlich im Gegensatz zu den Wurzelgemüsen, die wir hier hinten haben, wie zum Beispiel Kohlrabi, Karotten, rote Beete, alles was quasi unter der Erde wächst, ist eine andere Gruppe als das hier vorne, obwohl eigentlich gemeinhin man alles als Gemüse zusammenfasst, aber das ist einfach Gemüse, was über der Erde wächst, das ist Gemüse, was unter der Erde wächst und hat deswegen so ein bisschen andere Eigenschaften. Außerdem haben wir noch Pflanzengrün natürlich. Pflanzengrün ist alles an Salaten, an Spinat, Grünkohl, Kräuter, Petersilie, Wildkräuter natürlich. Genau, alles was blattgrün ist, ist eine Gruppe. Und die letzte Gruppe sind fettreiche Dinge. Fettreiche Dinge sind zum Beispiel hier Avocado haben wir am Start, alle möglichen Sorten von Nüssen und Kernen, wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Pistazien, Cashews und so weiter und so fort. Natürlich auch Nussmus, haben wir noch hier so ein Haselnussmus stehen. Genau, alles was fettreich ist, ist auch eine Gruppe. Damit haben wir unsere 6 Gruppen festgelegt. Eigentlich gibt es natürlich noch mehr. Man kann noch innerhalb von den Früchten, kann man noch in süßes Gemüse, in süße Früchte, in säurehaltige Früchte, in etwas Säure und bla bla unterscheiden. Allerdings bin ich dafür, es eher simpel zu halten und sich nicht von unendlich vielen Regeln überfordern zu lassen. Wenn man sich jetzt irgendwo ein Buch kauft zum Thema Food Combining, dann wird man erschlagen mit zigtausenden Regeln, was mit was geht, was mit was nicht geht. Ich bin allerdings dafür, dass wir es sehr simpel halten, und deswegen möchte ich nur 4 einfache Regeln dir schnell sagen, an die es sinnvoll ist, sich zu halten. Und zwar erste Regel, ganz einfach, Melonen immer für sich alleine. Melonen stellen eine eigene Gruppe dar, weil sie sehr, sehr wasserreich sind und sehr, sehr schnell verdaut werden. Schneller als alles andere, deswegen sollte man Wassermelonen immer alleine essen, denn sonst gibt es Probleme. Die zweite Regel, auch ganz simpel, Pflanzengrün geht mit allem. Pflanzengrün kannst du mit Obst mischen, mit Fruchtgemüse, mit Wurzelgemüse und so weiter. Pflanzengrün ist der Allrounder quasi in der Rohkostwelt, kannst du mit allem essen und sollte auch immer gegessen werden, und Pflanzengrün ist allgemein mega, mega wichtig. Hier unten ist nochmal ein Link zu einem Video eingeblendet, in dem ich genau was zu diesem Thema erzählt habe. Okay, das waren die beiden sehr simplen Regeln. Dann wird es jetzt ein bisschen komplizierter, aber nur ein kleines bisschen. Und zwar, Obst sollte, wenn dann, mit Fruchtgemüse gegessen werden, aber nicht mit Wurzelgemüse und auch nicht mit Fetten. Hat folgenden Hintergrund, denn Obst und Fruchtgemüse ist sich in der Struktur relativ ähnlich, verträgt sich daher gut, verdaut daher ähnlich. Und Fett und Wurzelgemüse verdaut aber wesentlich langsamer als Obst und sollte deswegen nicht unbedingt damit kombiniert werden. Und die letzte Regel, und dann haben wir es auch schon geschafft, Fett sollte entweder alleine gegessen werden oder, wenn man es mit etwas kombiniert, dann mit Gemüse, Wurzelgemüse oder Fruchtgemüse, aber nicht mit Obst. Denn Fett und Obst verdaut völlig, völlig unterschiedlich schnell und ist deswegen keine gute Idee, in eine Mahlzeit zu packen.
Das war es auch schon mit unseren vier Regeln. Jetzt ist nur die Frage, was bedeutet das jetzt konkret? Was können wir für Mahlzeiten essen und welche Mahlzeiten sollten eher vermieden werden? Als allererstes, ganz wichtig, wie ich schon gesagt habe, Melonen immer Monomeals. Melonen immer alleine, dann ist man da auf der sicheren Seite. Eine weitere tolle Kombination ist ein grüner Smoothie. Grüner Smoothie ist Pflanzengrün und Obst. Ist super, super, super gut. Ich bin ein riesiger Fan von grünen Smoothies, denn da hat man einfach die tollen Kohlenhydrate von dem Obst dabei, zusammen mit den ganzen Vitaminen und Mineralstoffen und Chlorophyll und XY von dem Blattgrün. Und ist eine super gute Mahlzeit, die es bei mir jeden Tag zum Frühstück gibt. Ist hier unten nochmal ein Link zum Video eingeblendet, wo ich darüber was erzählt habe. Was kann man auch essen? Fruchtmahlzeit, ganz klar. Entweder als Monomeal oder als Obstsalat oder ja, Früchte sind da sehr, sehr lecker und sehr, sehr sattmachend und sehr, sehr fein. Was außerdem noch sehr gut geht, ist ein süßer gemischter Salat. Mache ich mir sehr gerne. Da haue ich dann rein beliebiges Blattgrün, irgendwelche Salate, mache mir dazu Gurken, Tomaten, Paprika und so weiter. Und mache dann so ein bisschen Süße rein, indem ich irgendwie ein, zwei Obstsorten mit rein kombiniere. Zum Beispiel, was sehr, sehr lecker ist hier, Salat, Gurke, Tomate, Paprika. Und dann ein Dressing mit Mango und Sellerie. Das mag ich zurzeit richtig, richtig gerne. Und dann kann man sich wegen mir noch Weintrauben reinmachen oder Heidelbeeren oder Pfirsich oder Birne oder irgendwie sowas. Und es schmeckt total, total, total gut und bin da ein riesiger Fan von. Oder wenn man jetzt gerade keine Lust hat auf so einen süßen Salat, kann man sich auch einen herzhaften gemischten Salat machen. Der besteht dann natürlich nicht aus Obst, sondern aus wieder Blattgrün, wieder Fruchtgemüse. Und dann kann man sich hier noch so ein Wurzelgemüse reinhauen, was auch immer man mag. Und ein eher fettbasiertes Dressing machen, zum Beispiel auf Avocado-Base oder mit Cashews oder mit Kürbiskernen oder was auch immer man gerade mag. Kann man sich ein Pesto machen, das ist auf jeden Fall auch sehr lecker. Oder eine rohe Tomatensauce ist auch super, super gut. Also da ist man auch sehr flexibel. Also das sind eigentlich so die Mahlzeiten, die ich am meisten esse und die mir super gut schmecken. Und da variiere ich immer schön durch, worauf ich gerade Lust habe. Eine Kombination allerdings, die ich am Anfang in der Rohkostzeit sehr, sehr viel gegessen habe und mittlerweile aber versuche zu vermeiden, ist die Kombination von Fett und Obst. Da gehen halt dann leider diese ganzen schönen Dinge flöten, wie jetzt rohköstliche Kuchen, Cheesecakes, Kekse, Studentenfutter. Alles, was lecker ist, süß ist und sattmachend ist, ist eigentlich nicht so gut, weil, wie gesagt, Obst und Fett sehr unterschiedlich verdaut wird und deswegen für unser Verdauungssystem nicht besonders schön ist. Allerdings möchte ich auch dazu sagen, dass wenn du jetzt noch relativ neu dabei bist und gerade beginnst, dich in der Rohkost zurechtzufinden, dann würde ich eher versuchen, den Fokus zu legen darauf, dass du deinen Rohkostanteil Stück für Stück steigerst, als jetzt zu versuchen, jede von diesen Regeln zu befolgen und dann am Ende irgendwie wieder hinzuwerfen, weil es zu kompliziert ist und weil du einfach viel Fett brauchst und so weiter. Also wie gesagt, ich habe am Anfang diese Obst- und Fettkombination sehr, sehr viel gegessen, habe mich trotzdem super gefühlt, weil ich natürlich die ganzen Fleisch- und Milchprodukte, verarbeiteten Lebensmitteln, konservierungsstoffehaltige Lebensmittel alle weggelassen habe. Da ist es jetzt auch nicht so wild gewesen, dass ich dann da irgendwie das Thema Food Combining völlig außer Acht gelassen habe. Aber wenn du schon ein bisschen länger dabei bist und dich da schon ganz gut zurechtfindest, dann kann ich dir nur empfehlen, so ein paar Regeln im Hinterkopf zu behalten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ich so esse, dass ich meine vier Regeln da befolge, dann fühle ich mich super, super gut und meine Verdauung kommt top damit klar. Und das ist eine feine Sache. Aber natürlich mache auch ich da ab und an Ausnahmen und will mich jetzt auch nicht da immer, also zum Beispiel, wenn wir jetzt da ein Rohkost-Picknick machen und uns mit Leuten treffen oder ein Rohkost-Restaurant essen gehen oder sowas, dann gibt es halt auch oft diese Kombinationen, die eigentlich eh nicht so gut sind. Aber das esse ich dann auch, weil es schmeckt gut und es ist toll und ich mag es gerne. Und wenn man das im Rahmen hält, das mache ich vielleicht, weiß ich nicht, alle zwei, drei Wochen mal, dann komme ich damit voll gut klar und das ist alles im grünen Bereich. Denn diese Regeln, das sind ja auch eher Richtlinien, die es sinnvoll ist, im Hinterkopf zu behalten und sich da so ein bisschen in die Richtung zu orientieren. Aber nichts, was man jetzt bei jeder Mahlzeit strikt und immer befolgen muss, sonst geht die Welt unter. So, das war's auch schon. Wenn dir mein kleiner Einblick in das Thema Food Combining gefallen hat und du ein bisschen was für dich mitnehmen konntest und sagst, ja, das eine oder andere versuche ich in meinen Alltag zu integrieren, das übernehme ich, dann gib diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben, darüber würden wir uns super, super freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Damit du es nicht verpasst, natürlich den Kanal abonnieren. Ganz klar. Mach's gut. Und nicht Melonen mit Kürbiskernen mixen. Das ist keine gute Idee.
Aber stopp, Video ist noch nicht vorbei. Eine kleine Sache, die ich gerne noch loswerden will. Am 5. Oktober startet wieder unsere Rohkost 1x1 Akademie. Wenn du sagst, dass du ein bisschen Unterstützung bei der Umsetzung der Rohkost und bei der Integrierung in deinen Alltag und bei Rezepten und bei Know-how gebrauchen kannst, dann ist vielleicht die Rohkost 1x1 Akademie was. Das ist unser digitales Rundumprogramm für jeden Rohkostbegeisterten, der da wie gesagt ein bisschen Unterstützung gebrauchen kann. Wenn du sagst, klingt spannend, hier unten ist ein Link eingeblendet, schau gerne mal vorbei, da erfährst du alles weitere, was es genau damit auf sich hat.